Grüße, einfach ran, genau. Ja, da versuche ich es nochmal. Und zwar Yoda und ich verabschieden uns jetzt für ein ganzes Jahr. Yoda und ich verabschieden uns für volle 12 Monate, denn Star Wars ist gelaufen. Auf der einen Seite die Hasser, auf der anderen Seite die Liebenden und mittendrin die Freaks. Und meiner einer ist alles drei. Nur eins ist er nicht, Hass. Ich mag keinen Hass. Den Spruch von ihm kennt ihr ja mit dem Hass. Habe ich keinen Bock drauf. Ich mag keinen Hass. Interessiert mich auch nicht. Als Admin fühle ich mich halt ein bisschen verpflichtet, die Gruppe im Zaun zu halten, darauf zu achten, dass da nicht allzu viel Schräges abläuft. Ich habe mein Bestes gegeben. Ich habe eine wunderschöne Sendung mit zwei netten Jungs gemacht, Marco und Yayushi. Und die anderen, die auch da waren, ja. Und dann so viele, die da waren, die nicht vor die Kamera wollten. Und dazu komme ich jetzt, weil die, die nicht vor die Kamera wollten, haben aber sehr viel gesagt, auch sehr viel Positives gesagt. Es ist natürlich traurig, dass jetzt nur noch so Geldschlachten stattfinden, anstatt Fanschlachten. Jegliche Schlacht mag ich nicht, stehe ich zu, weil es Schwachsinn ist. Aber ich hätte mich tierisch gefreut, wenn man ein bisschen mehr analog gemacht hätte, sich mehr getroffen hätte, so eine Art Fanboys. Der Film hat mir tierisch gut gefallen damals und den sehe ich auch heute noch zwischendurch sehr gerne. Als Filmemacher, der Filme herstellt, sich ausdenkt und Regie führt und was auch immer, ist er natürlich die Knochenarbeit. Und Mahlzeit, hallo. Mahlzeit. Also, Yoda und ich verschwinden mal für 12 Monate, aber nur online. So, diese Maske hier von Chewie, die nicht gerade billig ist, ihr kennt die Preise bei Amazon, eine nette Anekdote, wenn die Kinder hier reinkommen, das sehen, dann drehen die natürlich am Rad, weil sie es haben wollen. Kinder mögen sowas, vor allen Dingen solche Masken, kann sein, dass es zum Karnevalgeschäft rund läuft, dass sowas geht. Dass sogar der Yoda wieder geht zu Weihnachten, wer weiß. Ja. So tolle Sache, viele, oh, toll. Ja. Er thront ja auch immer so im Schaufenster. Chewbacca bzw. Chewie wird demnächst auch im Schaufenster sein. Wenn der 11.11. kommt, um 11.11 Uhr, kann sein, dass einige Masken haben wollen. Ich habe es ja schon mal bei der Sendung versucht zu tragen. Ich habe das noch nicht gewusst, wie ich es machen muss. Ich habe keine Anleitung gefunden, wie das geht. Das klappt immer runter. Aber diejenigen, die Ahnung haben, werden schon wissen, wie das funktioniert. So, Star Wars ist ever. Star Wars ist 41 Jahre alt und durch diese 41 Jahre scheint wohl ein bisschen, der Lack ist noch nicht ab, aber einige haben versucht, an dem Lack zu kratzen, besonders in Amerika. Ich habe mir alles übersetzt und angeschaut, ui, da ist richtig was los. Also zum besseren Verständnis. Als Admin und als Firmenleitung habe ich nie Hass. Kenne ich gar nicht. Will ich auch gar nicht. Interessiert mich auch gar nicht. Alle zu lieben, das geht schlecht. Aber es werden alle gemocht, geliebt, auf eine Art. Wer krumm kommt, kann gehen. Und wer ist, der ist. Ja, der Klügere fragt nach. Der Klügere fragt immer nach. Warum ist das so? Warum ist Star Wars so auf einmal? Warum, ich habe es euch ja erklärt, dass Wahnsinnsfirmen hinterstecken, die das irgendwie auf irgendeine Art machen und ihr nehmt es halt an. Ihr nehmt es halt an, weil ihr über 10 Millionen Fans seid von diesen Firmen. Ihr wisst es gar nicht. Ihr wisst es nicht, aber ist ja auch egal. Genau eine Firma und habe hier meinen Zuspruch. Und da ich schon sehr lange diese Arbeit mache, habe ich natürlich auch Wahnsinns-Accounts. Und diese gesamten Accounts musste ich dann zigmal wechseln, weil bei 5.000 ist ja Schluss. So, und wenn man sieht, dass man fast über 15.000 hat, auch jetzt das Telefon steht, also Smartphone steht ja nie stille, piept andauernd, ist schon langsam nervig, weil so wichtig ist online nicht. Da sind wir beim Kern des Clips. Ich empfinde online nicht wichtig.
Ich finde nur die Realität wichtig. Und die Realität sieht anders aus wie hier online. Online ist bei Star Wars eine Menge abgegangen. Als Admin hatte ich mich ein bisschen verpflichtet gefühlt, auch was zu sagen. Das tat ich dann auch. Aber es wird ja sofort fehlinterpretiert. Es wird immer fehlinterpretiert. Recht machen kann man es keinem. Spricht man über etwas, hat der andere sofort ein Gegenargument. Und ein anderer ist immer drüber. Er übertrumpft immer. Also Herr Krömer, ein Komödiant in Berlin, hat auf der Bühne einiges gesagt und was mich gefesselt hat, weil es stimmt. Du kannst machen, was du willst, einer ist immer. Und fand ich stark. Und Herr Piesbers, der über Satire, also fette Satire, über den Staat und alles, der hat so oft die Wahrheit gesagt und ich habe ihn auch gefragt, er sagt, ich lebe davon seit über 30 Jahren. Und wenn die Leute da nichts kapieren, denen ihre Sache. Hauptsächlich verdiene ich mein Geld. Richtig, jeder möchte sein Geld verdienen. Da sind wir wieder beim Kern, nicht mit Star Wars, weil Star Wars gehört mir nicht. Und da keiner mehr Fachgeschäfte kennt, habe ich also dieses Star Wars-mäßige eingestellt. Das lohnt sich nicht, das sollen die machen, die davon leben wollen. Ich will von Star Wars nicht leben. Ich bin ein Filmfan. Ich gehöre zum Film. Bin gerne hinter dem Film, also in dem Film. Sehe, wie gearbeitet wird. Das macht tierisch viel Spaß. Wenn man nachher das Endprodukt sieht, macht es noch mehr Spaß. Und naja, Star Wars ist wie gesagt 41 Jahre alt. Und wenn man 41 Jahre alt ist, wollen die anderen jetzt mittlerweile auch an den Futtertrog. Dass da künstlich mit DC und Marvel was gemacht hat. Gemacht wird, ist klar. Disney ist zwar schwer reich, das ist richtig, aber nicht Barvermögen, sondern halt in dem, was sie da haben. Und somit, im Moment haben sie sehr viel gefressen, ja, sie haben sich richtig satt gefressen. Die waren, keine Ahnung, die haben Star Wars aufgekauft, George Lucas hat sein Geld bekommen. Und dann haben sie da losgelegt, haben E7 auf den Tisch gelegt und wir waren alle, und dann haben sie uns ins kalte Wasser geschubst mit E8. So, seitdem E8 gelaufen ist, seitdem ist halt nicht mehr so viel Spaß. So, wir hoffen jetzt wirklich, deswegen sage ich, wir beide verschwinden, Chewbacca auch, ja, wir verschwinden für 12 Monate, begleiten die Community, aber mehr nicht. Mehr nicht, lohnt sich nicht. Ihr habt eure WebD ja da, ihr seid 10 Millionen und tummelt da rum, muss ich mir nicht antun. So, ich bin gefragt worden, hast du Interesse? Ich habe es gemacht, ich habe die Sendung gemacht. Ich nahm erst an, dass sie absolut Ahnung davon haben, aber die saßen da und waren stumm und da musste ich halt improvisieren. So, ich habe jetzt lang genug improvisiert. Sollten diese Vollprofis, Profis, Schauspiel, Schauspielschüler, Komparsen und Filmpool wieder Lust und Laune haben im Jahre 2019 oder im Restjahr 2018, stehe weiterhin zur Verfügung, Sondersender in der WTV und Ultra HD WebTV. So, als ABA Produktion Film und Foto stehe ich auch zur Verfügung, kein Thema. Und freue mich natürlich jedes Mal, wenn wir irgendwas anderes machen. Und jetzt im Moment wurde so viel gemacht, dass ich mir die sogenannte Verschnaufspause gönne. Ich habe mit wem dieses Jahr nichts zu tun, wem interessiert mich dieses Jahr nicht. Ich fühle mich momentan wie das Wetter, etwas müde, aber mehr nicht. Mir geht es verdammt gut und deswegen sehr ruhig. Trink mir jetzt in Ruhe ein Käffchen. Und ich sage immer, der Klügere fragt nach. Also ich habe vieles nachgefragt. Ich habe viel recherchiert. Ich habe mich umgeschaut. Ich habe mich wirklich umgeschaut. Und habe vieles festgestellt. Sehr vieles festgestellt. Und kann nur sagen, au, au, au. Ja. So, die Online-Welt ist die Welt online. Und hier die reale Welt ist die reale Welt. Und hier ist natürlich viel, viel mehr los, viel, viel mehr los, wie da zu sehen ist. Ja, das ist ein Ausschnitt, der aufgenommen wurde, der verarbeitet wurde und dann euch zugänglich gemacht wurde. So, und da könnt ihr natürlich schwelgen, austoben und so weiter. Wie gesagt, die Trollaktionen sind ja heftig, die sind richtig heftig. Der Hass ist am Übersprühen. Wie gesagt, die
so erklären, die Schauspieler und die Politiker kommen natürlich damit nicht klar, weil die das nicht kennen. Und so einer, der das mitverfolgt hat seit 1979 mit den Vätern, also aus London, England, die Bit and Byte Väter da, Virgins of Kings of und wie die alle geheißen haben, EA Sports, Sega, Nintendo und dann kam Sony, weil Nintendo und Sony da sich im Clinch hatten. Und 95 konnte man dann richtig gut leben von Sony, Sega und Nintendo. So, in dem Sinne wünsche ich euch auch viel Spaß. Grüße! Morgen! 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 Wie immer fleißig, das Gerät steht bereit. So, zur Aufklärung, weil real und online passt irgendwie nicht zusammen. Real sieht die Welt komplett anders aus wie jetzt online und deswegen so eine Vermischung klappt nicht. Online ist also nur so ein Video, wo einer sitzt und spricht und ihr antwortet oder auch nicht. Ihr seht es euch an oder auch nicht. So, wir sind hier bei 100% Begeisterte, A bis Z, Star Wars. Wir sind begeistert, egal, mit Kutte, ohne Kutte, mit Schwert, ohne Schwert, bla, egal. Der eine liest 1000 Bücher, der andere liest 20.000 Comics, bla bla. Hier dürft ihr machen, was ihr wollt. Das ist eben so. Ich ziehe mich damit zurück. Ich habe dieses Experiment angenommen. Dieses Experiment sehe ich aber als gescheitert an. Weil es funktioniert nicht. Es funktioniert nur in der Welt der Leute hier in real, die auch echt Ahnung haben davon. Und wo wir uns auch wirklich in dem Moment unterhalten. Die Idee hier zu kommunizieren vor laufender Kamera ist auch so eine Sache, weil die meisten, die sich doch trauen, vor der Kamera gar keinen Plan von Star Wars haben. Also bringt das nichts. Dieses heillose Durcheinander da kann man jetzt ein bisschen beruhigen, weil wir mindestens 18 Monate brauchen, um über E9, Star Wars etc. zu sprechen. Gerade noch nachgelesen, im Herbst soll schon mal ein Trailer kommen, um irgendwie die Wogen wieder zu glätten, weil 8 ja ein bisschen, egal. Richtig, ich schließe mich anderen an, mir persönlich 100% egal, weil ich lese alles, ich sehe alles und mir gefällt alles, weil das ist so ein Genre für sich. Ob man hier mit einer Kutte rumläuft oder ohne Kutte rumläuft, ob die Kollegen hier reinkommen, also Obi-Wan Kenobi oder die DC-Leute oder die Marvel-Leute, hier ist ja dann immer eine Vielfalt und ich hätte mir gedacht, gut, 41 Jahre Star Wars, könnte man ja sowas machen. Nee, also 100% Wohnzimmer da, wie gesagt, ist eine tolle Geschichte, die ist auch angekommen, ja, aber geht nicht. Also geht nicht in die Veröffentlichung in der Gruppe. Da kommen die Leute in der Gruppe nicht mit klar, da kommen die Verrückten nicht mit klar, da kommt der Kanon Legends nicht klar. Hier ist 100% ihr alle. Ihr könnt ihr alle machen, was ihr wollt. Auch real, kommt vorbei, ist in Ordnung. Aber man muss halt neu irgendwie auf, ja, wie gesagt, ich habe es gemacht. Die Idee wurde mir von Yoshi gezeigt. Ja, wen habe ich denn da? Ja, wer ist denn da? Ich habe ein paar Fotos geschossen. So, ihr 100% begeisterten Star Wars Fans A bis Z. Ihr dürft da machen, was ihr wollt in der Gruppe. Denn das Wohnzimmer-Experiment musste gestoppt werden, weil die sogenannte Manipulation online ihr nicht wissen wollt, ihr habt da kein Interesse, euch ist das einfach egal. Ihr wollt das gespoilert, das heißt Mund halten, mindestens 3 Monate, ich will das so, Punkt. Toll. Ich muss also 3 Monate den Mund halten, weil du noch nicht im Fernsehen, im Kino oder sonst wo warst. Ich muss also mindestens 3 Monate schweigen, wenn sie spoilern, ich darf den Mund nicht aufmachen, bla bla bla. Es ist merkwürdig. Warum mache ich jetzt den Mund auf? Ganz einfach, weil eine gewisse Zeitung, und zwar die FAZ, die Frankfurter Allgemeine, ja, Galaktische Republik, riesengroß in Yoda hat. Und dann geht's los, ja. Mit Vernunft kommt man weder gegen Islamisten noch Rechtsextremen leicht an. Beide verbindet aber noch viel mehr. Und dann kommt die hier mit Star Wars. Ja. So, in der Wunderwelt der Science-Fiction-Filme schnurren selbst die Lösungen für die größten zivilrechtlichen Probleme auf Glücklichkeitswesen zusammen. Furcht ist der Pfad zur dunklen Seite, Furcht führt zu Wut, Wut führt zu Hass, Hass führt zu unsäglichem Leid, sagt Jedi Großmeister Yoda an dieser Stelle.
Was hat das mit Rechtsextremismus, AfD und Islam zu tun? Das meinte ich, aber mir egal, ihr wollt das so. Noch einmal, ich kenne das Spoiler nicht. Ich kenne vorhin auch eine da. Warst du schon im Film? Da habe ich aus Sicherheitsgründen gefragt, was willst du jetzt wissen? Ich sage einfach nur, ich war drin. Ja, okay, okay, ich war nämlich nur nicht drin. Was ist das für eine Unterhaltung? Ja? Ich sende Maus. Aus Sicherheitsgrund sage ich nicht, dass da ein Faden dran ist. Ne? Dass die Funk gesteuert ist oder was. Das ist eine Erkrankung, die ist manipuliert, die ist gewollt, aber Schwamm drüber. So, ich habe auch nicht gegen die Old Republik gehasst oder was, weil ich mag alles. Habt ihr gerade gesagt, A bis Z. Bin zurückgegangen, auch 100% begeisterte A bis Z. Star Wars Fans, macht da, was ihr wollt. Aber ihr merkt nicht, dass er manipuliert wird. Was hat jetzt die Frankfurter Allgemeine mit Yoda, Rechtsextremismus und Islamismus zu tun? Ja? Und dann diesen ganzen Schwachsinn da, diese Sätze, die er gesagt hat. Hass und Leid und all. Leute, lasst doch Star Wars, Star Wars, Star Wars ist im Kino, Feierabend. Star Wars ist doch kein ist doch nicht unser Wirtschaftsunternehmen. Ja? Mir ist doch egal, ist Disney eben schuld? Also Disney Star Wars verkaufen an einen, der damit umgehen kann. Punkt, das ist meine Meinung. Ich hau jetzt meine Meinung raus, weil ich bin der Admin, ich fühlte mich ein bisschen verantwortlich für alle knapp 1000, die jetzt sich hier auf die Gruppe eingeschossen hatten. Aber mir fällt auf, deswegen habe ich ja mal so nach dem Alter gefragt, an sich seid ihr ja vernünftig im Alter, wenn das stimmt, was ihr da angegeben habt. So, 30, 40 plus, 55 plus, 60, 70 plus sind in meinen Augen an sich vernünftig, aber scheint ja wohl nicht der Fall zu sein. Ich nahm jetzt an, so wie meine Tochter, 14, 15, 16, ist okay, weil die sind so. Und die anderen sind ja auch so, die habe ich ja tagtäglich um mich herum. Realwelt, Fiktionswelt sind zwei verschiedene, aber online ist alles gemischt. Ja? Herr Lindner auch gerade, da habe ich mir auch gefragt, was soll das? Ist jetzt die AfD eine gewählte Partei, ja oder nein? Ist die AfD jetzt demokratisch, ja oder nein? Dann hört er auch mit dem Quatsch. Die AfD will Geld verdienen, die CDU will Geld verdienen, die wollen alle Geld verdienen. So. Und wenn dann plötzlich so ein Verein da auftaucht, der sich AfD nennt, ist doch klar, dass da die Suppe kocht. Alle haben Angst, kein Geld zu verdienen. Darum geht's. Punkt. Aber ich bin doch Fernseher, ich bin doch Kinogänger. Ich will doch den Film sehen. Ich möchte sehen diesen BB-8. So, jetzt will ich aber nicht wissen, wie viel Porzellan drin ist, welcher Anteil drin ist, ob der Kopf abnehmbar ist oder nicht. Ich will den Film sehen. Ich will BB-8 sehen, wie er da rumrollt. Punkt. So, darum ging es mir. Deswegen hatte ich das gesagt. Und dann habe ich mir die Mühe gegeben, mal zu sehen, wo kommt das Ganze her. So, und wenn man dann durch Insider, ich habe genug mit Bundespolizei und so weiter hier zu tun, ich habe vorhin noch mit einem Kollegen gesprochen. Was ist denn da so? Ja, wen haben wir denn da? Die Tür ist auf, jawohl, Grüße. Hi. Einfach ran da. Damit alle wissen, worum es geht, einfach mal Zeit genommen, sich sowas zu Gemüte geführt. Alle Gruppen, ob französische Gruppen, amerikanische, italienische, mexikanische. Einfach mal alle Gruppen rein übersetzt, zusammengesetzt, damit man das auch lesen kann, weil Google wisst ja, was sie da treiben, aber egal. So, und dann habe ich halt festgestellt, dass viele, sehr viele in denselben Gruppen sind. Ob das nur Cosplayer-Gruppen sind oder Coruscant, also die französische, die Normandie-Gruppen. Überall immer alles dasselbe. Man darf gar nicht. Also, wozu habe ich Internet? Internet ist für mich an sich da, um Informationen zu bekommen. Informationen gibt man mir aber nicht, weil ich muss immer diesen Spoiler, ich muss stundenlang scrollen, einen Punkt drücken, wieder zurück und dann ist überhaupt kein Spoiler. Da steht etwas von einer Person. Das ist genauso, wenn ich jetzt was sage, dann sage ich, Vorsicht, Spoiler, mach alles blind. Und wenn ihr dann wissen wollt, was ich zu sagen habe, ihr wisst es ja noch nicht einmal. Ihr wisst es ja noch nicht einmal. Es steht ein Star-Namen da oben. Ja? Ron Howard oder Harry Johnson oder irgendeine Berühmtheit steht da. Und dann steht da irgendwie eine Sache drin, wie du denkst. Deine Meinung. Ist doch okay. Ist doch kein Spoiler. In meinen Augen ist das kein Spoiler. Aber ich reg mich nicht auf. Wie gesagt, ich weiß Bescheid, ich habe mich hingesetzt und habe recherchiert und habe festgestellt, dass also wie gesagt 10 Millionen schon infiziert sind, dass sie wie gesagt danach gehen, was denen da vorgesetzt wird. Selbstdenken ist gar nicht angesagt.
bloß nicht selbst denken, ja, sondern annehmen, was die uns sagen. Ich habe gerade den Kopf geschüttelt, dass der, wie gesagt, in der Frankfurter Allgemeinen, da der Jola zitiert wird, und dann gleichzusetzen mit AfD und gleichzusetzen mit Islam und mit Rechtsradikalismus. Der arme Jola, der kann auch gar nichts dafür, aber die Allgemeine nutzt ihn. Die macht uns Star Wars sprechen die und nehmen das in die reale Welt. Eine Fiktion, ein Märchen auf einem Videoband, auf einem Datenträger der heutigen Zeit wird missbräuchlich dann in irgendeine Textur mit reingematscht. Und jeder liest das, vor allen Dingen Jugendliche lesen das und fragen nicht nach. Ah ja, Star Wars, ja richtig, Radikalismus, AfD, Islam. Yoda, der arme Kerl, 900 Jahre, ist eine fiktive Puppe, die ferngesteuert wird in einem Film. Punkt. Und ja, wird alles missbraucht. Es wird alles missbraucht. Und ich reg mich jetzt auch nicht mehr auf. Ich bin euer Admin, ich habe mich verantwortlich gefühlt, interessiert mich nicht mehr. Wie gesagt, das Projekt Wohnzimmer ist gestrichen worden. Es ist wieder 100% begeisterte Star Wars, A bis Z, macht was ihr wollt. Lest nicht, ist ja eh, kann man ja eh nicht gehen. An sich war das nur eine reine Vernunftsache in der Sendung, zu sagen, es gibt jetzt was Neues. Akzeptiert das Neue, das ist halt Disney, oder akzeptiert es nicht. So. Aber wenn man dann verfolgt, so richtig verfolgt, wer überhaupt dahinter steckt, man kriegt plötzlich einen Namen genannt, ja, in Amerika, dass der da ausrastet und so weiter und so fort. Und wenn man so ein bisschen auf die Fanboys hinachtet, natürlich, weil es 2009 gedreht ist, aber es geht mir doch um den Film, verdammt nochmal, der Film spielt im Jahre 98, Punkt, klar? So, in diesem Film wurde das Ganze in den 70ern genommen, außer American Graffiti, der hat noch gefehlt da drin. Also, dann hätte man das bringen können, aber wie gesagt, Schnitt, 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 Cut, 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 interessiert mich alles. So, der Ansatz war, warum verändert sich alles? Wieso parken andere Figuren irgendwie rein? Wieso sind die sauer etc. pp? Wieso ist der Überraschungsgast? Ja, er ist und hat. Wenn man das nicht gesehen hat, ist man gezwungen, es zu sehen. Punkt. So muss man reden, so muss man sprechen. Hi, Grüße. Hallo. Was das sein? Alte Kunde, ich will. Wir dürfen nicht mehr sprechen, weder von der Kamera, weder real. Leute, das ist krankhaft. Ja? Wenn du fragst, ja, kennst du diese Tasse? Dann da ist der Film jetzt. So ist der, kennst du den Film? Dann darfst du nur noch sagen ja oder nein und dann war's. Weil derjenige sagt dann, ey, spoiler mich nicht voll, ich war noch nicht drin. Ja, warum fragst du denn dann? Wenn du jemanden fragst, dann bremst du den sofort aus. Der darf nichts sagen, der darf seine Emotionen nicht sagen, warum sprichst du den dann noch an? Ich habe sehr viele Künstler jetzt hier, denen das auch aufgefallen ist und deswegen ist mir, sage ich, was ist denn los? Und deswegen habe ich das gemacht. Also habe ich hingesetzt und deswegen habe ich auch die Sendung gemacht. Und ich fand das toll. Ja? Wir sprechen heute nicht mehr miteinander. Ja? In der Rücksichtnahme, dass der andere da irgendwie und so weiter nicht drin war, etc. Ein Kauderwelsch-Deutsch wird entstehen, wo wir stumm sind, etc. Oder aber ein Synonym, ja, wie Yoda, wird dann genommen für Radikalismus, Islamismus und was weiß ich nicht alles. Der arme Yoda hat damit nichts zu tun. Der arme Yoda hat auch nichts mit der AfD zu tun. Punkt, fertig, aus. So, wenn ich dich jetzt frage, dich als Zuschauer, warst du in dem Film? Da kannst du unten drunter schreiben, ja, nein, das war's. Was ist das denn? Dann wollte ich dich doch nicht fragen. Ich frage dich als Zuschauer, warst du in dem Film? Hau rein. So, dann erzähl es mir ein. In der 101. Minute ist der Ford gestorben, der den Han Solo spielt. So, das war eine böse Nummer. Okay. Und so weiter und so fort. Also gehe ich in den Film, gucke mir das an und schaue mir die Szene an, weil ich dann sehe, wie das geschehen ist. Hi, Grüße. Einfach ran, wie immer. Mal schauen, wie...
So, noch ein Beispiel. Die Schauspielerin Kelly hat ihr Instagram-Account gelöscht, weil sie nicht versteht, dass man einen dargestellten Charakter in einem Kinofilm nicht persönlich in der Welt der Realität mit sich rumschleppt. Daran war auch schon Carrie Fisher erkrankt, weil die dauernd die Prinzessin. Das nervte sie bis hier oben. So, das ist die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Man muss unterscheiden. Deswegen mag ich den Han Solo-Film, weil ich sehe da keinen. Ich sehe da eine Figur. Ich sehe eine Figur, die da was macht und deswegen mag ich den Han Solo-Film. Punkt. So, es gibt keine Manifestierung für mich. Ford ist Ford. Der macht Filme, so okay, die schaue ich mir an. Indiana Jones, bla bla. Dann wurde er vertreten als Kind von jemand anderem, bla bla. So, und Schauspielerin Kelly Mary Tran löscht Instagram nach monatelanger Belästigung. Die hat die Faxen dick. Wer jetzt nicht weiß, wer Schauspielerin Kelly Mary Tran ist, dann hat er Star Wars E8 sowieso nicht gesehen. So, das sind die Sachen, die ich meinte. So, ihr haut alles durcheinander. Ja? Ihr mischt alles. Ihr bleibt nicht mehr differenziert. Ihr schaut nicht mehr differenziert, ihr redet nicht mehr differenziert. Ja? Ist so. Warum rede ich eigentlich? Man darf ja gar nicht mehr reden. Dass ich rede, stopp, ist ein Spoiler. Spoiler, weil ich reden kann. Spoiler, weil ich denken kann. Spoiler, weil ich reagieren kann. Spoiler, weil ich voller Emotionen bin. Ja. Schauspieler löschen ihre Accounts, weil sie ständig belästigt werden wegen der Rolle. Wegen der Rolle, die sie gespielt haben. Das ist wirklich Manipulation. Auch durch die anderen Sachen, die einem da erzählt werden, ja. Ja, so viel Geld verdienen, das geht doch nicht immer. Das können die doch gar nicht. Weil ist ja alles schön und gut, das Marvel, Karibien und Dinge. Oh, das geht doch nicht. Ey, ich wollte einen Film gucken. Und nicht die wirtschaftliche Lage eines Filmeherstellers. Wenn er den Film macht, dann macht er den Film, Punkt, fertig aus. So, ich darf aber nicht mehr über den Film reden. Ich muss schweigen, mindestens 3-4 Monate, bis der Letzte, ja wer ist denn der Letzte, wir sind 80 Millionen Bürger hier. 80 Millionen Bürger hier in Deutschland, verschiedener Kultur, ne, und so. Wie, was soll ich denn da für Rücksicht nehmen? Hier kommt einer nach 8 Monaten rein, ich spoilere mich nicht voll, ich war noch nicht drin. Hallo, nach 8 Monaten? So, jetzt wisst ihr, warum ich die Sendung mit den Jungs gemacht habe, warum, ich habe nicht gelästert, ich habe einfach nur die Wahrheit gesagt, ja. Lasst ihr euch weiterhin schön manipulieren da, habt Angst vor Spoiler, zieht Star Wars in die Realität und lebt in der Realität mit Star Wars, ja, fuchtelt da mit den Dingern rum, sind zwar nur Neonröhren, aber auch egal. Ja, macht es, tut es, lasst es, aber wenn man nicht mehr die Wahrheit und die Wahrheit sagen darf, dann werde ich ein bisschen knurrig. So, das ist jetzt meine Ansage. Ich will die Wahrheit und nichts als die Wahrheit sagen dürfen. Ich möchte sagen, du, das gehört da nicht hin, das hat da nichts zu suchen, weil das ist es nicht, Punkt. Wenn du, wenn wir jetzt das nehmen für uns, machen daraus was, ob nun mit Nilius, Plegius, egal, dann ist das für uns. Und wenn wir euch dazu einladen dann, ey, wir machen etwas, hat aber nichts mit Star Wars zu tun. Star Wars ist das, was auf dem Fernseher / Kino ist. Das war jetzt meine persönliche Meinung, keine Meinung Dritter. Wenn die Meinung euch nicht gefällt, ja, dann gefällt mir eure Meinung auch nicht. Punkt. Nein. Eure Meinung ist schon okay, macht was ihr wollt, aber ein bisschen denken, ein bisschen nachdenken, wäre nicht schlecht. Ja, ich weiß, es geht nach YouTube, was die da euch alles erzählen, das sind alle Spezialisten, die euch da was erzählen. Ja, der Schnitt gefällt nicht. Han Solo gefällt nicht. Ist nicht mein Han Solo. Ist nicht mein. Hallo, das ist Film. Und die da spielen, Punkt, fertig aus. Ja? Ja. Das Baby in Teil 3, wie das geboren wurde und wie sie dann verstarb, ist auch nicht mein Han Solo. War nämlich ein fremdes Baby, sag ich jetzt mal. Ne? So, ist so. Alles egal. Man kann Filme zerreißen, man kann Filme leben, aber eine Religion daraus machen, ein Hinduismus, ein Sismus da, ist nicht meine Welt. Für mich ist es ein Film, den ich gerne sehe, wo ich gerne mich mit drüber unterhalte. Ist mir aber genommen worden, ich darf es nicht und deswegen. Okay, wer diesen Film jetzt gesehen hat, hat jetzt gesehen, dass ich mir mal Gedanken gemacht habe. Ich habe mir Gedanken gemacht über Star Wars, ich habe mir mal Gedanken gemacht, was bedeutet das jetzt, dass die alle nach Spoilers schreien.
Was bedeutet das, dass sogar Schauspieler sich belästigt fühlen, weil jeder andauernd darüber sprechen, sie hat die Rolle gespielt, fertig aus, sie identifiziert sich aber mit der Rolle nicht, fertig aus. Carrie Fisher hat es auch nicht. Und Mark Hamill hat es auch nicht. Und Ford schon mal gar nicht. Ja, der hat nicht. Alec Guinness auch nicht. Aber egal. Ich bin vielleicht zu alt geworden und ich habe vielleicht zu viel gelernt. Das kann vielleicht sein. Das liegt irgendwie an den gewissen Positionen, die man innehat. Aber egal. I love Star Wars und es bleibt. Egal wie. Und ich nenne es die Begeisterung 100% unter A bis Z. So, und ich will euch nichts verkaufen. Ich habe kein Interesse, euch was zu verkaufen. Ich sage immer, geh nach Amazon und kauf. Dass ich hier was habe, habe ich auch mal erklärt. Das hat alles was mit der Idee einer Sendung zu tun. Ich darf aber diese Idee nicht verkörpern, weil ich diese Unterstützung der Funkhäuser nicht erhalte, wie ARD, ZDF. Die haben ihre eigene, die wissen, was sie wollen. Sie wollen ihre Manipulation. Ich will aber keine Manipulation. Ich möchte die Wahrheit nicht, sonst die Wahrheit. Und dann halt, wie gesagt, WebDR Corporation, die also riesengroß in Frankfurt, in Frankreich und in München arbeiten und die Sendung produzieren und einfach mal hinhören, was da geschrieben wird, wie geschrieben wird, ein Schuldiger ist gefunden worden, warum Han Solo gefloppt hat und so weiter. Will ich das wissen? Will ich das? Darum geht's. Wenn ihr wissen wollt, dann schnappt er alles auf, wenn der Schuldige ist. Warum Han Solo gekloppt hat. Es kann doch nicht sein, dass wir uns das auf Auge gedrückt. Es wird immer so Phrasensprecherei. Spoiler ist an sich ein Phrasenmäher. Das ist Spoiling. Phrasenmäher. Aber egal, ihr wisst ja eh alles besser. Ich stamme aus einer Zeit, wo ich reden durfte. Heute soll ich nicht mehr reden. Ich soll reden, wenn mir befohlen wird, zu reden. Weil ich Rücksicht nehmen soll durch Spoilern. Ich soll nichts mehr sagen, damit der andere seine eigene Meinung halten kann. Ich soll mindestens 8 Monate warten, bis der letzte im Film war, damit er reden darf. Und all solche Sachen. Ist aber nicht nur Film, egal was. Spiele darf man nicht verraten und so weiter und so fort. Man darf dieses nicht mehr, jenes nicht mehr. Man soll also schweigen. Zu viele Bilder machen blind. Zu viele Töne machen taub. Zu viel Reden bringt keinen Segen, bringt auch kein Gold. Ihr kennt es ja, Schweigen ist Gold, Reden ist Silber und all den Quatsch. Wir leben in einer Zeit, in einer Online-Zeit, die so schnell vergeht. Ich habe gerade gesprochen, danach ist es vorbei. So keiner darf es sagen, weil keiner es hat gesehen. Aber solche Videos, so wie das hier, das wird natürlich verbreitet, weil so ein Penner da sitzt und sagt, ich schaue mal den Penner, was der da gesagt hat, der war cool, der ist sogar Püppchen und so. Ja, okay, die einen kommen nicht damit klar. Ja, die Politiker mit ihrem Hassgedöne da und so. Meine Güte, Leute, erzählt, was ihr wollt. Aber schön wäre es, wenn man sich unterhalten dürfte. Wenn man sich unterhalten dürfte über alles Mögliche. Ja? Und wenn die Leute dazu kämen, hey, worüber unterhaltet ihr euch da? Das ist vorbei. Ich habe so viele sehr alte Menschen hier, die sich mit ihren Enkeln nicht mehr unterhalten können, weil die Enkel sich mit der Oma und Opa nicht mehr unterhalten. Weil die nur noch an ihrem Smartphone, Computer oder sonst wo sitzen. Wenn eine Mutter sagt, Klaus, die Oma ist da, dann sagt Klaus, schön für Oma, wo ist sie? Auf welchem, in welchem Netz? Nee, die Oma ist real da. Ein Kind kann bald real und nicht real unterscheiden. Das ist das. Also wie gesagt, ich erkläre den älteren Leuten das auch jedes Mal hier, sage ich, tut mir leid, das ist eben halt so. In der heutigen Zeit unterhalten wir uns nur noch rein technisch. Wenn ein Kind fragt, wo ist die Oma? Und die Oma steht im Raum. Ihr glaubt es kaum, der guckt aufs Handy. Wo ist denn die Oma? So, und darum ging es mir an sich. Wenn wir weiter so machen, uns diesem hier und nicht mehr diesem oder sich zuwenden und sich mit sich unterhält und keine Lust mehr hat, mit einem
sich zu unterhalten, ob nun und sich nur noch interessiert, ob derjenige welche, wie Disney, das Geheiligte, die geheiligte Kuh Star Wars, melkt oder nicht melkt. Ich habe mir die Zeit genommen, das Netz mal zu studieren. Das ist das. Grüße! Hey, wie geht's? Ach, ich schlag mich durch hier. Geh ran da, wie immer.